Untersuchen wir mal die Gravuren. Die meisten Gravuren sind verblichen. Das wenige, das du erkennen kannst, umfasst auch eine Szene, in der der Verstorbene in einer großen Kammer zur Ruhe gebettet wird. Es scheint, als würde vor der eigentlichen Bestattung irgendein Ritual vollzogen, bei dem auch der Altar eine Rolle spielt. Leider sind die meisten Runen nicht mehr zu erkennen. Ah, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Ist doch zum Kotzen. Gefüllten irdenen Krug auf Altar stellen. 11 zu sehen, betend. Dritte Abbildung. Schluck aus dem Krug. Vierte zeigt wieder 11 den Rest des Wassers in blablabla. Kann ich denn? Gefüllter irdener Krug. Ja, kann ich natürlich nur angucken, nicht benutzen. Dann... In Ordnung. Ja, nix ist in Ordnung. Es funktioniert ja nicht. Ach ja, etwas Wasser trinken. Ich trinke jetzt einfach aus dem... Das Wasser ist überraschend erfrischend, hat ansonsten aber keine besondere Auswirkung. Das war wohl ein kalter. Okay. Das Wasser zurück in den Teich. Und nochmal von vorne. Langsam gießt du das Wasser. Bla 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 bla. So. Den irdenen Krug mit Wasser füllen. Versuch Nummer 2. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich bin so ein selten dämlicher Trottel. Man sollte auch das, was man aufschreibt, richtig lesen. Ja. Nicht beten, sondern erst den gefüllten Krug auf den Altar stellen. Meine Herren. Jetzt beten. Ach, jetzt habe ich das oben nicht vorgelesen. Das tut mir jetzt schrecklich leid, Leute. Du kniest betend vor dem Altar und wie auf der Tafel dargestellt, berührt deine Stirn den Boden. Du spürst, dass um dich herum ein Gefühl der Richtigkeit und Zustimmung entsteht. Okay. Den irdenen Krug auf dem Altar untersuchen. Einen Schluck Wasser aus dem Krug trinken. Vorsichtig trinkst du einen Schluck Wasser aus dem Krug und stellst ihn dann wieder auf den Altar zurück. Jetzt möchte ich den irdenen Krug nehmen. Du nimmst den irdenen Krug, der Altar ist jetzt leer. Dann lassen wir den Altar in Ruhe und gießen den Rest zurück in den Brunnen. Das Wasser aus dem Krug zurück in den Teich gießen. Langsam gießt du das Wasser aus dem Krug zurück in den Teich. Als der Krug leer ist, zerspringt er und seine Einzelteile fallen in den Teich. Quest absolviert! Juhu! Die auf der irdenen Tafel abgebildeten Schritte zur Durchführung des Elfenrituals wurden vollzogen. Die letzte Abbildung zeigt eine kunstvoll gearbeitete Tür, die sich entweder öffnet oder schließt. Könnte das Ritual irgendetwas in der Nähe verändert haben? Die Tafel verweist darauf, dass der Eingang zu den verehrten Toten führt. Ja, hier ist offen. War gerade ein Autos... Ja, ne, war gerade ein Autosave. Dann brauchen wir hier nicht Quicksaven. Was ist denn da oben los? Schatten. Klingt ja super gut. Genau so wird es geschehen. Lederstiefel. Da drüben ist auch noch ein Sakko. Fark. Achso, das war hier nur Ogryn und der Wolf. Ich dachte, da wäre auch noch was. Und du hast einen Silberkelch, den wir verkaufen können, wollte ich sagen. Da ist noch mehr Sarkophag. Und da ist noch... Was ist da? Skelettbogenschütze. Komm her, feiger Hund, du. Zack. Ogryn, vielen herzlichen Dank. Ja, Ogryn, fein, du hast gewonnen, hast du gut gemacht. Schuppenrüstungshandschuhe aus Silberit. Ihr seht, unser Level ist schon recht hoch. Die Gegenstände, die wir finden, auch wenn es immer dieselben Handschuhe sind und immer dieselben Stiefel, haben einen höheren Level, also besseres Material und somit auch bessere Werte. Und jetzt mache ich aber ein Autosave. Genau, ich mache ein Autosave. Ich mache natürlich ein Quicksave, kein Autosave. Veran Salanon, Ranala Foros. Ja, und was soll das heißen? Hallo?
Ah. Nee, Goran, Sutel, Goran! Goran, Goran! Ich verstehe hier mal überhaupt keinen Ton. Komm mal wieder runter! Hat doch gar nichts gemacht! Ist ja nicht zu fassen. Da haut die hier mit irgendwelchen elfischen Zaubersprüchen um sich und schon haben wir hier zwei gelbe Gegner. Drei gelbe Gegner. Folgendes. Kurz, wie immer, ne? Kurz gucken. Und wir packen. Dich. Nein. Dich ins Kraftfeld. Und... das hat funktioniert. Ja, hervorragend. Und dann packen wir dich noch ins zermalmende Gefängnis. Und Liliana, du mal Pfeil der Vernichtung. Hat er jetzt wahrscheinlich nicht getroffen. So, erster Schatten erledigt. Nummer 2, herkommen. Was machst du da hinten? Jupp, jetzt ist er raus. Aus dem Kraftfeld. Okay, jetzt können wir uns alle auf den Schatten stürzen. Hammer's? Hammer's. So, das war ja leichter, als es aussah. Und auch hier wieder mein üblicher Hinweis an euch. Beim ersten Mal habe ich hier so oft verkackt. Dälisch Langbogen, schnelles Zielen. Und hier ist die elfische, na wo ist sie denn? Die elfische Grabkammer. Dann gucken wir mal rein. Und wir haben die Moloch-Rüstung gefunden. Das heißt, neuer Kodex. Uthanera. Quest aktualisiert. Du hast 3 der Gegenstände gefunden, die der Magier aus Tevinter im Wald versteckt hat. Fehlt noch einer. Und dieser ist, ihr erinnert euch, im östlichen Brasilienwald, also im allerersten Gebiet im Wald, haben wir noch einen Grabstein, den wir noch nicht berührt haben, ausgelöst haben, wie man es nennen mag. Und dort befindet sich das letzte Teil der Moloch-Rüstung. Ich war der Meinung, man konnte das am Anfang noch nicht aktivieren, beziehungsweise es hätte nichts gebracht. Vielleicht hätte es auch doch was gebracht und wir hätten die Rüstung jetzt schon komplett. Kurz bei Ogryn mal gucken. Ogryn hätte auch den passenden Stärkewert mit 43, also 42 braucht er. Und ja, ich könnte sie ihm jetzt anziehen, aber wir warten noch, bis wir das letzte Teil haben, nicht den letzten Teil. Und zwar, was ist das überhaupt? Gucken wir nochmal. Helm. Wir haben Stiefel. Wir haben Handschuhe. Wir haben eben die Rüstung bekommen. Also, ergo fehlt der Helm noch. Und jetzt setzen wir den regulären Weg hier in den Ruinen fort. Und, jetzt kommt ein ganz... kommt jetzt schon der... ja, das ist auf jeden Fall ein ganz fieser Raum hier. Aber wir gucken erstmal hier und hier weiter. Also biegen wir jetzt erstmal links ab. Hier ist sowieso eine Tür. Ich glaube, die geht jetzt auch nicht auf. Freunde, guten Tag. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Na nun, hau doch mal dazwischen hier. Och, die hier oben habe ich eben, naja, mal sowas von überhaupt nicht gesehen, mit denen Ogryn sich hier rumschlägt. Aber das macht ja auch nichts, ist ja Ogryn. Der macht das ja... der macht das ja aus dem FF, oder wie sagt man so schön, aus der Hüfte raus. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, Liliana, ich habe dir schon mal gesagt, renn mir nicht in den Cursor, wenn ich irgendetwas anderes, auslösen, öffnen möchte. Ja. Ich weiß gar nicht, zu wie viel mal uns Liliana jetzt schon reinrennt, wenn wir hier einfach nur eine Truhe öffnen wollen. Feuerpfeile.
Ein Feuerpfeil. Wow. Nee, Liliana. Kannst du knicken. Gibt's jetzt keine Pfeile. Tiefenpilz. Noch was? Nö. Aber hier. Wie ihr wünscht. Geld. Skelette. Für Skelette ist Geld genauso wichtig wie für dunkle Brut in den tiefen Wegen. Das ist quasi unverzichtbar hier. Was haben wir hier? Aha. Seht ihr, was ich sehe? Also nicht die Säcke, sondern das Glasphylakterion. Wir schnappen uns den nächsten Wiedergänger. In diesem Durcheinander ist keine klare Ordnung erkennbar. Allerdings sticht ein Gegenstand heraus. Ein kleines Glasphylakterion. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Natürlich nehmen wir das Fläschchen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Das übliche Prozedere. Und... Tach, Chef. Ich mache jetzt mal nicht zermalmendes Gefängnis von Morrigan, weil... sich nämlich sonst der Wiedergänger wieder auf Morrigan stürzt. Wobei das ja eigentlich gar nicht so verkehrt war letztes Mal. Also, Attacke. Wow! Was sehe ich da? Ja. Er... ist im Begriff, auf sich auf Morrigan zu stürzen. Das heißt, wir packen uns mal wieder ins eigene Kraftfeld und hauen wie wild auf den Wiedergänger ein. Ja, Morrigan. Gruppenheilung einmal bitte. So, und können wir denn dann mal endlich... Ja, bitte. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, dass Morrigan kurz vor Schluss noch einen schwachen Wundumschlag eingeschmissen hat. Ich vermute mal, es war mal wieder äußerst knapp vor dem nächsten Ableben Morrigans. Aber es hat geklappt. Und du hast hier mal wieder... Ach, der ist gestorben. Ja, dann, wenn wir schon mal dabei sind, zeige ich euch doch jetzt mal den Bär. Denn den Verderbniswolf habt ihr jetzt gesehen. Also die verstärkte Version. Ja, und das ist jetzt schlicht und ergreifend kein Schwarzbär mehr. Sondern ein großer Bär. Mit Fähigkeiten Schmettern. Und zweiter Fähigkeit Zorn. Jo. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, er hat die Fähigkeiten automatisch im Taktikmenü oder so. Jo, nee, das bin ja, ist ja Liliana. Kann man den Bär überhaupt auswählen? Nö. Also, ihr wurscht. Revenant, was hast du für uns? Den Helm des Henkers. Der gibt 25 Ausdauer, das ist aber gut. Und eine schwere Plattenrüstung, die können wir irgendwem im Lager anzimmern, der eine schwächere an hat. Ich gehe mal davon aus, Stan hat eine schwächere an. Wir nehmen alles und sehen, dass wir nur noch 10 Plätze im Inventar frei haben. Und ich befürchte, dass das mal sowas von überhaupt gar nicht reichen wird. Aber was soll's. Dann müssen wir halt im Notfall, wenn es soweit ist, was wegschmeißen. Ein weiterer Autosave, because I know, was uns hier erwartet. Nix Lustiges. Ich möchte... Was möchte ich überhaupt? Mich reinstürzen. Ich glaube, mich reinstürzen. Wir sollten lieber vorsichtig. Stopp. Nee, ich möchte erstmal auf Halten stellen. Richtig sein. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Ja, hier sind so dermaßen viele Fallen. Die ich jetzt erstmal alle entschärfe. Wir sollten lieber vorsichtig. Hier, wie viele Fallen hier sind, seht ihr das? Unglaublich. Die noch. Und die noch. Jetzt haben wir durch Fallen entschärfen Level up.